Oder wir wollen ein Wörtchen mitreden mit den beiden hier. Attacke gegen Valentino Rossi und Marc Marquez. Ende erster Sektor und Marc kann sich noch behaupten. Mal gucken, ob sich Marc auch noch in der nächsten Saison behaupten kann, wenn wir dann für Yamaha fahren. Aber das ist alles Zukunftsmusik und dabei begrüße ich erstmal alle begeisterten Motorrad- bzw. MotoGP-Fans hier zurück zu Let's Play MotoGP 19. Zwei Rennen fahren wir noch mit der KTM. Das heutige in Malaysia und das letzte dann beim Finale in Valencia. Und mal gucken, ob heute Dovizioso den Deckel drauf machen kann, zumindest hier bei uns in der Fahrermeisterschaft. Oder ob Marc Marquez da vielleicht nochmal einen Konter setzen kann. Wir wollen am besten auch Konter nach Phillip Island und den nächsten Sieg einfahren für KTM. Aber mal gucken, wie schwer das hier heute wird in Malaysia. Zuerst einmal musste ich mich einmal wieder durch das Qualifying schlagen. Q1 musste ich leider wieder absolvieren. Den direkten Sprung habe ich leider mal wieder nicht geschafft. Ich hoffe, dass sich das auch in der nächsten Saison mehr oder weniger ändert, dass wir dann von weiter vorne die Rennen beginnen und dann einfach, ja, so wie in Phillip Island am besten dann die Duelle auf der Rennstrecke austragen und nicht, dass ich vorne wegfahre. Aber das ist alles Zukunftsmusik, aber diese Zukunft, die ist gar nicht mehr so weit weg. Ich rechne damit, dass wir damit nächste Woche Freitag oder Samstag beginnen. Vielleicht mache ich auch zwischen den beiden MotoGP-Saisons eine ganz kurze Mini-Pause von maximal einer Woche. Denn ich möchte auch ein paar andere Projekte euch näher bringen. Kennt ihr das eigentlich selber, wenn ihr Spiele spielen wollt, aber keine Zeit dafür habt? So geht es mir nämlich meistens. Wenn es euch genauso geht, schreibt mal gerne einen Kommentar. Würde mich mal gerne interessieren. Und was mich auch interessiert, ist, was wir hier bei dem Rennen herausgefahren haben. Ich weiß es schon. Und ihr werdet es auf jeden Fall jetzt erfahren, wenn ihr natürlich weiter dran bleibt. Gelingt uns das gleiche Wunder wie auf Phillip Island, nämlich einen weiteren Sieg einfahren mit der KTM. Die Vorzeichen gehen genau gleich. Wir werden von Position 8 aus das Rennen beginnen, nehmen uns diesmal Miller und Vinales und die Pole Position hat herausgefahren Dovizioso vor Alex Rins und Valentino Rossi, Marc Marquez nur auf Position 4. Wenn wir das Wunder natürlich wieder schaffen wollen, müssen wir mal wieder die großen vier auch schlagen. Andrea Dovizioso, Alex Rins, Valentino Rossi und Marc Marquez. Und das hier heute in Malaysia. Das wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Was auch nicht so einfach sein wird, ist ein Vertragsangebot von Yamaha zu bekommen. Denn das steht jetzt endgültig fest. Wir werden die nächste MotoGP-Saison mit der Yamaha versuchen, um den Titel zu fahren. Das ist das Ziel. Das Ziel heute natürlich ist mal wieder Podium Minimum und das Ziel für die Community, also für euch, bedeutet es einfach mal wieder, schlagt den Like-Button blau, wenn ihr euch jetzt schon freut auf die zweite MotoGP-Saison. Ich freue mich jetzt erstmal auf das Rennen hier in Malaysia und dabei wünsche ich euch natürlich mal wieder viel Spaß und vor allem gute Unterhaltung. Der Kurs von Sepang ist die Heimstätte des aktuellen Grand Prix von Malaysia. Nur noch ein kurzer Moment und dann geht der Kampf los hier auf der Strecke. Der Kampf auf der Strecke geht wieder mal los für einen möglichen Sieg. Wiederholen wir das gleiche wie auf Phillip Island. Die Vorzeichen dafür sind identisch. Und der große Preis von Malaysia, das vorletzte Rennen auf dieser wunderschönen KTM, hat begonnen. Ich komme besser weg als Jack Miller. Guter Start von mir, aber Quatsch nur rechts noch besser. Genauso wie Vinales und Petrucci. Wir wählen wieder mal die Außenlinie für Kurve 1, also genauso wie in Phillip Island. Und wir haben jetzt momentan die vier großen Namen wieder vor uns. Dovizioso führt vor Rins, dann Marc Marquez und dann Valentino Rossi, die sich hier noch um Position 3 duellieren. Und wir wollen davon, oder wir wollen ein Wörtchen mitreden mit den beiden hier. Attacke gegen Valentino Rossi und Marc Marquez. Ende erster Sektor und Marc kann sich noch behaupten. Aber an Rossi gehen wir vorbei. Oder kommt der Konter vom Doktor? Kommt der Konter? Er kommt. Er kann nämlich hier die Linie besser halten. Schönes Duell hier gegen Marc Marquez und Valentino Rossi, währenddessen Tito Rabat weiter hinten im Feld gestürzt ist. Attacke, Attacke. Wir wollen Minimum Podium haben, wenn nicht sogar den Rennsieg, aber für den Rennsieg tut Dovizioso jetzt schon mal ein bisschen dafür,
um wegzufahren. Rossi, wir kleben am Hinterrad und Marquez klebt am Hinterrad von Alex Rins. 7 lange Rennrunden hier in Malaysia. Die Vorzeichen sind identisch. Was meine ich damit? Im ersten Sektor gewinne ich nichts und verliere ich nichts. Im zweiten und im dritten Sektor, wo wir uns befinden, da gewinne ich Zeit auf die Konkurrenz. Und im vierten Sektor, da verliere ich wieder die gesamte Zeit. Marc Marquez da vorne gegen Alex Rins. Er hat schon mal angedeutet, der gute Marc. Rins hier, da bin ich. Und Dovizioso, der muss auch nach hinten gucken. Wir gucken mal kurz nach hinten, da sehe ich einen Jack Miller mit riesigem Sicherheitsabstand. Auf 7 wird wahrscheinlich Vinales sein. Quatschlo auf der 8. Und wer weiß auf der 9, ich habe schon wieder vergessen. Wir wollen nicht nach hinten gucken, wir wollen nach vorne gucken. Dovizioso führt vor Alex Rins, dann Marc Marquez, dann Valentino Rossi und dann kommen wir. Runde 2 von 7 ist eröffnet. Ich fahre Medium. Die meisten vor uns hier fahren Medium-Hard oder Hard-Hard. Also ich nehme was ganz anderes. Der Medium, das geht gerade so gut. Also ich bin die 7 Runden auch gefahren im Training mit Rennsimulation. Das geht, das funktioniert. Ist natürlich am Ende des Rennens mit Risiko verbunden. Also Risiko in dem Sinne, dass ich hier vom Bike runterfliegen kann. So, wie viel Risiko gehen wir jetzt hier, um an Valentino Rossi vorbeizufahren? Das ist die nächste Frage. Wie viel Risiko kann ich gehen? Wie viel Risiko muss ich gehen für das Podium? Ist auch immer so eine wichtige Frage als Rennfahrer, die man sich stellen muss. Wie viel Risiko gehe ich? Oder fahre ich jetzt erstmal, ja, dem Feld hinterher? Aber ich will nicht hinterherfahren. Ich will attackieren. Ich will attackieren. Wir wollen attackieren. Wir müssen attackieren. Jetzt außen herum gegen Valentino Rossi auf den Köpf beschleunigt. So muss das sein. Jetzt links die langsame Kurve. Da gab es die Berührung mit Valentino Rossi. Die war aber nicht zu vermeiden. Beschleunigungsduell. Jetzt ist er innen. Er wird immer noch innen sein. Da kommt er auch vorbei. Ich will jetzt hier mit einem guten Exit wieder an ihm vorbeigehen. Das gelingt mir auch. Jetzt die Linkskurve. Schönes Duell mit Valentino Rossi. Unser neuer Teamkollege dann in der nächsten MotoGP-Saison. Der zweite wird es auf jeden Fall noch geben. Und den Konter gab es auch von Valentino Rossi. Unfassbar. Da habe ich mich überrümpeln lassen vom Doktor. Und die ersten drei sind jetzt natürlich ein bisschen weggefahren dadurch. Dovizioso, Rins und Marc Marquez. Aber in der Reihenfolge hat sich nichts geändert. Aber wir klopfen an. Wir klopfen an. Wir haben Valentino Rossi gesagt, wir sind da. Wir sind da. Und Dovizioso spürt nach wie vor Rins und Marquez. 2-1-1 von Dovizioso, 2-1-5 von uns. Also wir können das Tempo auf jeden Fall mitgehen. Und wir waren da ja noch in einem direkten Fight mit Rossi verwickelt in der letzten Runde. Also da geht durchaus auch noch mehr. Da geht mehr. Ach, da muss ich erstmal an Valentino Rossi vorbei. Halbe Sekunde. Ja, die hat Rossi auch Minimum Rückstand auf Marc Marquez. Und Dovizioso kann sich nicht absetzen auf der Ducati. Rins bleibt dran, genauso wie Marc Marquez. So, Rossi sich vorlegen. Wo kann man ihn vorlegen? Wir können es nochmal versuchen an der einen Ecke, wo wir das auch in Runde 2 versucht haben. Das wäre ideal. Aber da habe ich mich nicht in der vorletzten Kurve überrümpeln lassen. Die muss dann auch sauber von mir gefahren werden. Ah, die Kurve ist nicht sauber gefahren. Hier haben wir ja den Angriff gesetzt. Diesmal nicht. Dieses Mal nicht. In dieser Runde. Ja, hier außen herum, das funktioniert nicht. Das ist eine sehr langsame Kurve. Langsame Kurven liegen wir überhaupt nicht im MotoGP 19. Und das Bike liegt hier hinten jetzt auch nicht mehr so ruhig wie in den ersten beiden Runden. Obwohl der Verschleiß in Ordnung ist. Sowohl vorne als auch hinten. Die Reifen sind beide warm. Vorne als auch hinten. Sehr gut. Das ist wichtig. Aber kein Angriff hier gegen Valentino Rossi. Nee. Marquez auch nicht gegen Rins. Und Rins auch nicht gegen Dovizioso. Momentan fahren wir hier alle hintereinander. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dahin schon eine Riesenlücke. Eine Riesenlücke. Also schlechter SP5 kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Und warum hat jetzt das Bike auf der Bremse so vibriert? Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, spult nochmal kurz zurück und schaut euch das Ganze nochmal an. Und wir schauen uns das Spektakel immer noch aus der ersten Reihe an. Dovizioso 1,
Ne, 2-1-0. Wir fahren 2-0-9. Sind der schnellste Mann. Knapp eine Zehntel. Nein, ich korrigiere. Rossi ist ein Tick schneller. Hat die Lücke wieder geschlossen auf Marc Marquez und Alex Rins. Ein bisschen Pace fehlt mir. Ein bisschen. Ich müsste einen Tick schneller fahren. Jetzt wird nämlich der Abstand ein bisschen größer. Eine Sekunde. Rossi dreht auf. Miller 2,5 Sekunden dahinter. Das wird auch ein Fünfkampf in der nächsten Saison werden zwischen uns fünf. Das sehe ich schon kommen. Fünf Kämpfe um den Sieg. Hatten wir zuletzt in MotoGP, glaube ich, in Silverstone. An das Rennen kann ich mich nicht mehr auch ziemlich gut erinnern. Kann mich jetzt auch vielleicht wieder vorstellen, einen Angriff gegen Valentino Rossi zu machen. Diesmal wieder gut rausgekommen. Diesmal außen herum. Um dann innen reinzustichen, wollte ich gerade sagen. Nee, das funktioniert leider nicht. Da habe ich Rossi leider berührt. Die Kollision muss ich auf meine Kappe nehmen. Oh, hier kommt Rossi jetzt nicht so gut raus. Jetzt sind wir mal innen. Jetzt sind wir mal innen und blockieren ihm einfach mal die Linie. Und sind deswegen vorbei. Jetzt nicht überrumpeln lassen. Jetzt nicht überrumpeln lassen. In der nächsten Kurve. Nämlich genau hier. Am besten die gleiche Linie fahren wie Marc. Weit innen. Genau so. Position 4. Eine Position gut gemacht. Weiter geht die wilde Fahrt. Jetzt das Podium gegen Marc Marquez. Das muss drin sein. Das muss drin sein. Gleich Runde 5. Gleich Runde 5. Marc, Rins, Dovizioso. 3 noch. Rins mit einem Schönheitsfehler. Rins mit einem Schönheitsfehler. Aber die kommen trotzdem alle besser raus als ich. Dovizioso führt nach wie vor Rins, Marc Marquez. Und wir jetzt mit der schnellsten Rennrunde. 2-0-7. Hier rankommen. Sehr schön. Vorderreifen zu warm, Hinterreifen zu kalt. Und ranfahren. Jetzt wieder ranfahren. Vielleicht brauche ich nochmal die gesamte Runde. Dann können wir nochmal in Runde 6 attackieren. Gegen Marquez. Oder wir machen es wie in Aragon in der letzten Runde. Das wäre das i-Tüpfelchen. Oh, teure 2 Zehntel. Das sind teure 2 Zehntel. Die Kurve dürft ihr auf keinen Fall cutten. Da ist das Spiel gnadenlos mit Time Penalties. Auch mit ungültigen Runden. Wow. Bisschen zu wenig Gas gegeben, okay, gut zu wissen. Für die nächste Runde. Ja, jetzt komme ich nicht so einfach ran. Die Runde ist nicht sauber. Die Runde ist es echt nicht gut. Ne, auch hier Fehler. Die Runde war bisher zum Teufel. Aber Rossi, der fährt auch nicht mehr wirklich so schnell. Ja, das wünsche ich mir so ein bisschen für MotoGP 20. Dass die KI auch angreift, wenn sie hinter einem ist und nicht immer diesen Sicherheitsabstand lässt. Marquez kann aber auch nicht Rins attackieren. Also, man merkt, wir fahren ja alle auf einem Niveau. Und dann ist Überholen ganz, ganz schwer. Wenn alle ungefähr auf einem Niveau fahren. Auf jeden Fall draufbleiben. Zwei Runden noch. Zwei Runden für Position 4. Teamziel ist kein Problem. Aber mein persönliches Ziel ist gerade ein Problem. Ja, die fahren jetzt schneller. Vielleicht setzt jetzt auch der Medium-Reifen ein, obwohl das eigentlich gar nicht sein kann. Denn da ist noch ordentlich Profil drauf. Aber ich habe in der Runde auf jeden Fall Zeit liegen lassen. Währenddessen ist Rossi ein bisschen näher rangekommen. 2-1-2. Halbe Sekunde langsamer als davor die Runde. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Runde noch schlechter war. Konzentration. Also die Runde, da konzentriere ich mich jetzt mal ein bisschen mehr. Weil ich will nochmal ranfahren. Eine Sekunde auf Marc Marquez. Aufgeben tun wir nicht. Das war jetzt nicht abgekürzt. Ich glaube, da war ich gerade so noch drauf. Alles aus den Reifen holen. Alles aus der KTM holen. Wir haben hier 5 verschiedene Hersteller auf den ersten 5 Positionen. Eine Ducati, eine Suzuki, eine Honda
eine KTM und eine Yamaha. Wenn das in echt so wäre, das wäre, glaube ich, richtig geil. So, ich bin rangekommen. Um vielleicht noch mal in der letzten Runde was zu probieren gegen Marc Marquez. Volle Konzentration. Auf die letzte Runde. Vielleicht mit dem entscheidenden Manöver für das Podium. Sechs Zehntel. Und da muss ich richtig rankommen in der letzten Runde. Die Runde war gut, aber man sieht, wo ich einfach die Zeit liegen lasse. Und da muss ich eigentlich noch die zwei Zehntel da herausfahren. Miller stürzt auf Position 6 liegend. Zusammen mit Franco Morbidelli. Oh, das wird richtig, richtig schwer. Das ist wieder um locker eine Sekunde. 1,2. Dovizioso führt. Letzte Runde. Rins und dann Marc Marquez. Ja, Reifen sind am Limit. Der Hinterreifen ist am Limit. Jetzt am besten die 2 Zehntel noch Vorsprung halten. Gegen Rossi. 1,1. Davor war es die Runde, glaube ich, 1,0. Es ist größer geworden. Gegen Marc. Wow, dann nehme ich mal ganz kurz nochmal Gas raus. Das wird nur funktionieren mit einem Kamikaze-Move. Mit der dreckigsten Dive-Bomb ever, wenn ich irgendwie Marquez noch bekommen möchte. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ist der Zug abgefahren gegen Marc Marquez? Oder kann ich irgendwo noch den Angriff setzen? Ein paar Kurven noch. Ich bin dran, aber ich bin zu weit weg. Und hier fährt die KI so eine extrem enge Linie. Ja. Da kann man keinen Angriff machen. So, die 2 Zehntel ist noch gegen Rossi retten. Ich glaube, die retten wir auch. Aber fürs Podium reicht es nicht. Für einen Rennsieg auch nicht. Aber ich habe hier in meinen Augen wieder alles gegeben. Alles gegeben in Malaysia. Am Ende nur Position 4. Und Marquez gegen Rins. Beschleunigungsduell. Ich bleibe aber auch nochmal drauf. Huhuhu, da hätte ich doch mal alles wegschmeißen können. In der letzten Kurve. Dovizioso gewinnt das Rennen hier vor Rins. Marc Marquez. Wir auf Position 4. Immerhin hatten wir einen schönen Fight gegen Valentino Rossi. Petrucci auf der 6, Quattro auf der 7, Miller auf der 8. Lorenzo holt 2 Punkte auf Position 9 und Vinales komplettiert die Top 10. Und ich glaube, damit ist Dovizioso jetzt offiziell hier bei uns Weltmeister. Uns fehlt genau ein Punkt gegen Karl Quattro. Das sollten wir dann auch in Valencia hoffentlich holen. Das sollte drin sein. Platz 5 in der Fahrermeisterschaft. Platz 5 in der Teammeisterschaft ist drin und in der Herstellerwertung nach wie vor auch Position 5. Was mir jetzt wieder einfällt, ach, ich muss noch einen Helm wechseln. Apropos Helm, wer mir einen Helm für die Yamaha-Saison spendieren möchte, kann das gerne mir mitteilen. Unten in den Kommentaren, falls ihr einen Helm kreieren möchtet für mich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ich würde ihn auch auf jeden Fall wieder benutzen. Es kann für mich auch eine spezielle Lackierung sein. Auf jeden Fall, der Helm sollte jo schon zur Yamaha passen. Das wäre das Erste. Und wenn euch der Part weiterhin auch gefällt und das Let's Play auch, dann lasst einen Daumen nach oben da. Auch wenn heute nicht so viel Action drin war, dafür haben wir aber zumindest das Rennziel erfüllt. Und haben zumindest keine Kündigung zu befürchten, wie das in Österreich der Fall war. Nee, Silverstone, oder? Ich glaube, in Silverstone war die Kündigung fast fällig. Ich habe jetzt noch 140 Entwicklungspunkte. Ich guck mal ganz kurz, ich glaube, wir können nichts entwickeln. Doch, wir können noch was entwickeln. Die Traktionskontrolle, die Motorbremse. Komm, wir entwickeln jetzt nochmal die Traktionskontrolle für das große Finale. Das große Finale in Valencia, in Spanien. Dovizioso ist Weltmeister nun offiziell, das sehen wir hier auch. Und wir können noch
beim Saisonfinale Position 5 in der Fahrermeisterschaft herausholen gegen Karl Quatschow. Da fehlt nur noch ein Punkt mehr, ist nicht drin. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Saison würde es dann losgehen um den Titel mit Yamaha. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder ist, Let's Play MotoGP 19. Also, macht's gut, haut rein und tschüss!